In Eckersbach war feierlicher erster Spatenstich für den Stadionneubau. Wir waren natürlich live mit der Kamera vor Ort und zeigen Ihnen als erstes in dieser Sendung eine Aufzeichnung von heute Mittag. Das ist die reinste Volksfeststimmung hier in Eckersbach. Naja, man erlebt es ja auch nicht alle Tage und auch nicht alle Jahre, dass ein neues drittligataugliches Stadion gebaut wird. Es wurde zunächst der Bauvertrag unterzeichnet und ich bin jetzt hier verabredet mit der Bauherrin, kann man sagen. Ja, von der GGZ, die Geschäftsführerin Marita Freitag. Sind Sie aufgeregt? Ja, natürlich. Bei so einem großen Projekt ist man einfach aufgeregt. Und das war ja auch ein langer Weg bis heute zu der Unterzeichnung. Wir hatten ja im Stadtrat am 8. November 2012 hatte der Stadtrat den Beschluss gefasst, dass das kommunale Wohnungsunternehmen das Stadion hier, das neue Stadion hier in Eckersbach errichtet. Ja, da gab es natürlich einige Hürden zu nehmen. Ich will mal sagen, wir hatten auch heiße Diskussionen im Aufsichtsrat. Klugerweise hat die OB, unsere Oberbürgermeisterin, unseren Aufsichtsratsvorsitzenden und den Finanzbürgermeister von Zwickau mit diesem Projekt betraut. Und der hat es natürlich sehr zielführend und straff umgesetzt. Wie gesagt, deswegen sind wir heute hier, der Spatenstich für das Objekt. Wir haben gerade den Vertrag unterzeichnet mit dem Generalunternehmer GP Papenburg in Halle. Die haben ja eigentlich genügend Erfahrung im Bau von solchen Sportstätten. Und deswegen gehe ich wirklich davon aus, dass wir auch im Kosten- und Zeitraum absolut bleiben. Also ein bisschen Aufregung ist bei so einem Großprojekt mit dabei, aber Großprojekte sind ja mittlerweile ihr Steckenpferd. Die Glückaufschwimmhalle haben wir, die Sanierung des Rathauses, dann hatten wir den Goldenen Anker, das Dünnebierhaus. Also Sie sind jetzt schon mittlerweile ein Baulöwin, kann man sagen? Ja, aber ich muss betonen, trotzdem dürfen wir unsere Mieter, unsere Wohnungswirtschaft nicht vergessen. Denn wir sind ein kommunales Wohnungsunternehmen und das müssen wir unterstreichen. Es gibt genügend Mitbewerber hier im Zwickau und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir von allen Seiten, auch von der Stadt, vom Gesellschafter, die Unterstützung kriegen, um weiterhin in der Wohnungswirtschaft mit vorne dran zu sein. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Marita Freitag von der GGZ. Ja, und ich suche mir dann jetzt schon mal den nächsten Gesprächspartner. Es sind ja jede Menge wichtige Leute hier. Schauen wir einfach mal, was wir noch so einfangen. Und meine nächste Gesprächspartnerin habe ich natürlich ganz schnell gefunden. Die Oberbürgermeisterin von Zwickau, Dr. Pia Findeis. Sagen Sie, seit 2012 läuft dieses Projekt jetzt schon. Hand auf Herz, wie viele schlaflose Nächte, wie viele graue Haare hat es Ihnen bisher beschert? Ja, ich glaube, wenn so ein Vorhaben im Vorfeld viel Aufregung bringt und auch viel Ärger bringt und viel geklärt werden muss, dann ist es dann, wenn es einmal losgeht, geht es umso einfacher und umso besser. Und deshalb bin ich eigentlich optimistisch, dass es gut gelingen wird. Eine große, na, ich nenne es mal Sternstunde der Lokalpolitik, ist mir noch im Hinterkopf. Das war diese spektakuläre Stadtratssitzung. Das Rathaus in den Farben Rot-Weiß, wie haben Sie diesen Tag in Erinnerung? Das war ja wirklich schon fast ein Tollhaus, oder? Ja, das hat gezeigt, dass wenn die Bürger für etwas stehen, dass sie das auch dokumentieren. Es war natürlich schon an der Grenze des Machbaren auch. Ich musste mir dort auch einige Kritik gefallen lassen, warum ich nicht von meinem Hausrecht Gebrauch gemacht habe. Aber es war an der Grenze, das ist richtig, aber es hat gezeigt, dass Emotionen auch mal raus müssen. Und es hat gezeigt, dass das auch Wirkung zeigt bei den Stadträten. Und es hat wahrscheinlich auch gezeigt, dieses Stadion, das muss einfach sein, die Fans wollen es. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Dr. Findeis. Und jetzt suche ich natürlich den Mann, der das Ganze jetzt bauen muss. Von der Firma Papenburg. Schauen wir mal, ob wir ihn irgendwo hier in diesem dichten Getümmel noch finden. Jetzt steigt die Spannung, denn in wenigen Augenblicken ist der erste Spatenstich. Aber ich nutze diese Zeit noch, um mit dem Geschäftsführer von Papenburg Hochbau zu sprechen. Klaus Papenburg, Sie haben schon etwas Erfahrung, haben wir heute gehört, im Bau von derartigen Sportstätten. Jawohl, also erstmal als Generalübernehmer waren wir an einem vergleichbaren Stadion, an dem Kurt-Wappel-Stadion in heute Erdgas-Sportpark in Halle beteiligt. Wir haben aber auch in Potsdam
oder eben in Hannover, am ehemaligen Niedersachsenstadion, mitgebaut. Sind selber Eigentümer in Hannover in der Multifunktionsarena, auch mit 13.000 Sitzplätzen, sodass uns die Bedürfnisse auch insbesondere aus einem Spielbetrieb sehr bewusst sind. Sagen Sie, wie ist nun der Zeitplan? Wie geht es weiter? Was sind die nächsten Arbeiten? Und wann soll dann letzten Endes gespielt werden können? Also Bauantrag soll noch im April gestellt werden. Wir hoffen, dass der Planungsstand so gut ist, dass es mit bauvorbereitenden Maßnahmen auch im April losgehen kann. Wir hoffen, dass wir im Juli mit dem eigentlichen Bau beginnen werden und gehen davon aus, dass wir im Sommer nächsten Jahres fertig sein werden, dass wir pünktlich zum Spielbetrieb der Saison 16/17 hier im neuen Stadion dann starten können. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich sehe, die ersten Leute gehen schon raus. Jetzt ist er, der erste Spatenstich. Der große Moment nach vielen Jahren des Wartens ist gekommen. Danke Ihnen, Herr Papenburg. Ich danke auch. Jawohl. Und damit schauen wir hinaus. Es wird sehr, sehr spannend. Also ich muss dazu sagen, wir haben das jetzt improvisiert. Ne? Also wir haben das nicht geprobt. So, komm her, dich brauche ich mal. Hast du Puste? Hast du Puste? So ein bisschen Luft? Okay, also damit wir das alle gleichzeitig machen, werden wir jetzt das Signal geben und du pfeifst einfach mal hier in die Pfeife rein. Und wenn wir das gemacht haben, dann wird hier geschaufelt. Auf die Plätze, fertig. So.